Deutsche Welle Global Media Forum, the international congress that provides a platform for more than 1,500 media representatives and experts from the fields of politics, culture, business, development, and science. Welcome to Bonn, the UN city of Germany. These delegates design interdisciplinary approaches to meeting the challenges of global problems and explore how the media can play a central role in investigating and communicating solutions. The three-day conference program contains more than 50 panel discussions, workshops, interactive presentations, and exhibitions, as well as attractive leisure events in and around the World Conference Center in Bonn, Germany. It is great for me to be back in Bonn. You feel a mission. In which we launch one-year campaign. You get very, very useful information. Highlight what is actually happening in this world. Between journalist, advocacy and diplomacy. To actually push the issue rather than try and push themselves. The challenge is the question of democracy and elections. Keep that alive and build a more stable and more transparent and accountable democracy. The next time you must join us. Thank you. Each year, the conference focus is on a different issue related to media and development. In 2008, the conference theme was media and peace building and conflict prevention. In 2009, conflict prevention in the multimedia age. The topic in 2010, the heat is on, climate change and the media. 2011, human rights in a globalized world, challenges for the media. For the participants from more than 100 nations, the forum has offered excellent opportunities for conversation and exchange. As a result, an international network of experts has developed. Culture, education, media, shaping a sustainable world will be the topic of the upcoming conference in 2012. How can the media serve to enhance awareness of the essential importance of education for a sustainable development of our planet? Engage in our international network. Be part of the solution to global issues and become a member of the Deutsche Welle Global Media Forum family. Please welcome your host, Connie Chimoch. Wonderful, good morning, ladies and gentlemen. I'm really, really happy to see all of you here, and it's wonderful that you've decided to rejoin the Global Media Forum this year, because I noticed a number of faces that have been before, and welcome to those who are here for the very first time. Ladies and gentlemen, before I continue and before I really sort of start getting into the next 3 days and before I lay out the red carpet for our esteemed speakers, I know that we have somebody whose birthday it is today. And no, don't worry, we don't all have to sing. We shouldn't sort of start off the forum with a difficult affair. Yusuf Habibie, former president of Indonesia, would you please get up and get our applause? Thank you so much for being here, Mr. Bibi. Yeah. 1,800 people are going to be here in the next 3 days. We've just heard 50 panel discussions, and if we sort of extrapolate that to the number of speakers that are going to be here, and you yourselves, if you're a speaker, if you're a participant, it's going to be a hell of a lot of discussions and hopefully progress on some of the aspects that we're going to be talking about. Culture, what can the media do, and education. Now, I'm not quite sure as far as sustainability is concerned whether quoting an American president is really the right thing, but let me just sort of share with you John F. Kennedy's quote on the time to repair the roof is when the sun is shining. Unfortunately for education, I fear, looking at the development of the last couple of decades, the sun hasn't really been shining a lot. I think we've had sort of a bit of fog, we've always had a little bit of drizzle, we've had rain, and I'm quite sure that a number of countries have experienced permanent thunderstorms. But we have a number of organizations who are sort of building umbrellas
For example, the UN Decade on Education for Sustainability is one of the aspects that has provided a big umbrella. But that doesn't stop us from having to open many, many more umbrellas in order to keep the rain from draining down on us. And maybe if we're really lucky, we can actually get all the rain away and have the sun shine again. Ladies and gentlemen, a lot of experts will be talking about the different aspects in the next 3 days. And I would like to lay out the red carpet now for the person who is your real host for this event for the next 3 days, Dr. Reinhard Hartstein, Deputy Director General and Administrative Director of the Deutsche Welle. Please welcome us. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie hier alle begrüßen zu können. Ich freue mich besonders, Vertreter der Bundesregierung, der Landesregierung und der Stadt Bonn hier begrüßen zu können. Als Vertreter der Bundesregierung Herrn Volker Rieke, Ministerialdirektor des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Herr Rieke hat mir gesagt, er hätte hier Heimatgefühle, wenn er hierher kommt. Denn früher hat er als Mitarbeiter des Forschungsministeriums hier mitarbeiten können. Und das erinnert ja daran, dass dieser Plenarsaal früher die Heimat des deutschen Parlaments war und bis zum Jahr 2000 wurde Deutschland von hier aus sehr erfolgreich regiert. Das wollte ich nochmal unseren externen Gästen sagen. Herzlich willkommen, Herr Rieke. Ich begrüße als Vertreter der Landesregierung Herrn Dr. Marc-Jan Eumann, Staatssekretär für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien, der aber bei uns in den Medien vor allem als großer Medienexperte auch bekannt ist. Ich begrüße den Oberbürgermeister der Stadt Bonn sehr herzlich, der uns jedes Jahr hier die Ehre gibt. Willkommen, Herr Nimtsch. Und stellvertretend für Sie alle, die Sie weit hergereist sind, möchte ich einige Gäste besonders begrüßen. Es sind Gäste aus Brüssel, eigens heute Morgen mit zwei Bussen angereist. Herzlich willkommen, unsere Gäste aus Brüssel. Meine Damen und Herren, der Intendant der Deutschen Welle, Erik Bettermann, hätte Sie heute sehr gerne begrüßt. Er hat mich gebeten, ihn zu vertreten. Aber er hat eine andere Verpflichtung. Er muss für die Deutsche Welle mit den Intendanten der ARD in Schwerin im Norden von Deutschland über die Zukunft der Deutschen Welle verhandeln. Und das ist uns natürlich auch sehr wichtig. Deshalb bittet er um Verständnis, dass er heute nicht hier sein kann. Er wird aber dafür morgen hier sein und morgen hier den deutschen Bundesaußenminister, Herr Dr. Guido Westerwelle, begrüßen können. Also ich bitte Sie um Verständnis für diese Verschiebung seiner Anwesenheit. Meine Damen und Herren, Kultur, Bildung, Medien, der Dreiklang unseres diesjährigen Konferenzthemas verweist auf eine besonders wichtige Herausforderung der Globalisierung. Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht, gemäß Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Nicht umsonst haben sich auf dem Weltbildungsforum im Jahr 2000 in Dakar 164 Länder verpflichtet, 6 besonders wichtige Bildungsziele bis zum Jahr 2015 zu erreichen. Zum Gipfel in Rio konnte man vor wenigen Tagen lesen, der Anteil der Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren, die lesen und schreiben können, sei von 83% der Weltbevölkerung im Jahr 1990 auf 89% im Jahre 2000 gestiegen. Das ist ja eigentlich eine ermutigende Zahl. Man weiß natürlich nie so genau, ob die Zahlen stimmen, aber es könnte schon stimmen, denn die Entwicklung des Internet bringt ja eines mit sich. Man muss, um es nutzen zu können, lesen und schreiben können. Wenigstens ein wenig, um seine eigenen Meldungen einzugeben und um die richtigen Seiten zu finden. Aber diese Technik ist auch ambivalent. Sie bietet, wie man daraus sehen kann, große Chancen auf der einen Seite, Bildungsdefizite zu beheben, aber sie beinhaltet, und darauf kommen wir noch, auch Risiken. Das Risiko, dass sich die Gegensätze vergrößern.
Dazu muss man aber dann schon auch eines wissen. Die Entwicklung des Internet und all diese Entwicklungen sind nicht vom Himmel gefallen, sie sind nicht Gott gegeben, sondern sie sind selbstverständlich einer politischen Handlung zugänglich und um die geht es hier. Laut UNICEF haben im Zeitalter des Internet 101 Millionen Kinder nicht einmal die Chance, lesen und schreiben zu lernen, weil ihre Familien zu arm sind, weil die Schulen überfüllt oder zu weit entfernt sind. Knapp die Hälfte aller Kinder, die nicht zur Schule gehen, lebt in Afrika südlich der Sahara. Besonders die Mädchen sollen häufig früh arbeiten und heiraten, für die Schulbildung bleibt dann keine oder wenig Zeit. Die technische Entwicklung kann nun, wie bereits gesagt, helfen, diese Problematik zu entspannen. Sie ist aber auch geeignet, die Unterschiede zu vergrößern. Der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, hat einmal gesagt, wir müssen darauf achten, dass es mit der technologischen Entwicklung nicht zu einer Zweiklassengesellschaft auf dieser Welt kommt, der Wissenden und der Nichtwissenden. So ist etwa in Afrika südlich der Sahara die Verbindung zum Internet und damit zu einer Vielfalt von Informationen nur begrenzt möglich. Aber wir haben ja Hoffnung, denn wir sehen ja in vielen Ländern, dass auch Entwicklungssprünge technologisch übersprungen werden und dass es keineswegs notwendig ist, alle Schritte, die es in Europa gegeben hat, dort zu wiederholen. Das mobile Internet macht auch und gerade auch in Afrika große Fortschritte. Ob Industrieland oder Entwicklungsland, ob Ost oder West, Erziehung, Kultur und Bildung für alle sind ein Schlüssel zum friedlichen Miteinander, zu nachhaltiger Entwicklung und interkulturellem Dialog. Bildung für die gesamte Bevölkerung eines Landes ist der Schlüssel für positive wirtschaftliche Entwicklungen und Wohlstand und davon hängt wiederum das Wachstum der Weltwirtschaft ab. Umgekehrt ist Bildungsnotstand eine Quelle für Armut und soziale Spannungen. Selbst kriegerische Auseinandersetzungen haben häufig auch ihre Ursachen in mangelnder Bildung und der dadurch verursachten Armut und sozialen Unterschieden. Dabei geht es für ein Industrieland wie Deutschland nicht nur um soziale Belange. Selbstverständlich ist es so, dass man nur mit entwickelten Ländern sehr gut wirtschaftlich zusammenarbeiten kann. Auch das muss man im Hinterkopf haben. Das Ziel muss also sein, die Verteilung der Bildungschancen weltweit zu verbessern. Dies ist eine Aufgabe von globaler Bedeutung. Ich komme nun auf die Rolle der Medien. Hier ist ein Medienkongress. Die Medien sind hier in zweierlei Richtungen gefordert. Die erste Funktion ist, sie müssen Öffentlichkeit herstellen. Sie müssen transparent machen, wo die Probleme sind. Sie müssen deutlich machen, wo die Bildungsunterschiede sind und welche Wirkung diese Bildungsunterschiede haben und warum es darum geht, diese zu beheben. Aber sie haben noch eine zweite Aufgabe. Sie müssen sich nämlich auch als Bildungsträger begreifen und verstehen, dass sie Bildung als Ziel haben. Das ist häufig etwas unterbelichtet. Die Medien, auch die elektronischen, vermitteln nämlich durch ihre Tätigkeit, durch ihre Berichterstattung, durch Dokumentationen, aber auch durch Unterhaltung, Bildung, durch Talkshows und durch viele Elemente ihrer Programme. Die Medien müssen das Ziel haben, auch die Verteilung der Bildungschancen weltweit zu verbessern. Als Deutsche Welle stellen wir uns diese Herausforderung. Wir liefern den Menschen die Informationen, die im Sinne von Demokratisierung und Entwicklung, Dialog und Frieden erforderlich sind. Ich möchte Ihnen dies an zwei Beispielen verdeutlichen. Wir haben in unserem Fernsehprogramm, das in 4 Sprachen, 6 verschiedenen Ausgaben verbreitet wird, ein TV-Magazin, das heißt Global 3000. Dieses Magazin wirft laufend einen Blick auf die Weltgemeinschaft, in der wir leben und erweitert mit Reportagen, Berichten und Porträts den Blick für die globalen Folgen von lokalem Handeln. Draußen können Sie auf einer Leinwand sehen einen Hinweis auf unsere Hörfunknovela Learning by Ear, die wir in Koproduktion herstellen, insbesondere mit Partnern in Afrika und Afghanistan, um Bildungsinhalte zu vermitteln, wie der Titel schon sagt, Learning by Ear. Viele andere Medien, ich habe jetzt nur das Beispiel der Deutschen Welle genommen, viele andere Medien weltweit haben ähnliche Programme und Ansprüche und sie müssen diese selbstverständlich nicht unter den Scheffel stellen. Deswegen ist es gut, dass Sie alle beim Deutschen Welle Global Media Forum Gelegenheit haben, sich mit Wissenschaftlern und Politikern
Vertretern von Wirtschaft und Kultur auszutauschen, wie man das alles noch besser machen kann und wie man es vernetzen kann. Meine Damen und Herren, wir sind stolz, dass wir so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt hier für dieses Thema gewinnen konnten. Und wir freuen uns, dass das Deutsche Welle Global Media Forum weiter wächst. Im Jahr 2008, bei der ersten Ausgabe, sind wir mit 900 Teilnehmern gestartet. In diesem Jahr haben wir die Zahl sicherlich schon verdoppelt. Das Deutsche Welle Global Media Forum hat sich damit zu einer weltweit relevanten und angesehenen Konferenz hier in Bonn entwickelt. Wir wollen dies gerne weiter ausbauen und freuen uns, dass Sie uns dabei zum Teil schon seit vielen Jahren unterstützen und sich hier engagieren. Es freut mich, dass die deutsche UNESCO-Kommission die Schirmherrschaft für den diesjährigen Kongress übernommen hat. Ich bedanke mich bei den vielen Partnern, die unsere Konferenz unterstützen. Viele sind vor Ort präsent und stellen ihre Arbeit vor. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich auszutauschen und Kontakte aufzubauen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen, uns allen, fruchtbare Debatten und gute Gespräche. Einen guten Tag.